Leonard Bernstein, wohl einer der universellsten Musiker unserer Zeit, Komponist, Dirigent, Pianist, Lehrer, hat schon einmal Anfang der 60er Jahre durch eine Schallplattengesamtaufnahme zur Verkündung und Verbreitung mahlerscher Musik beigetragen. Und nun, über 10 Jahre später, hat er begonnen, das Gesamtwerk für das internationale Fernsehen aufzuzeichnen. Gustav Mahler, dieser visionäre Komponist Ende des 19. Jahrhunderts, galt lange nur als Sammler, Deuter und Epigone der Musik von Bach bis 1900. Und erst in unserer Zeit und besonders bei der Jugend wird die Erkenntnis allgemein, dass Mahler aus der Tradition heraus Musik für die Zukunft, vielleicht ganz besonders für unsere Zeit, geschaffen hat. Leonard Bernstein ist wohl der glühendste Prophet dieser klassisch zeitgemäßen Musik. Und nur selten erleben wir eine so persönliche, geistige Verschmelzung und Identität von Schöpfer und Interpret wie bei Leonard Bernstein und Gustav Mahler. Wir sehen anfangs den Dirigenten bei der Probenarbeit zum ersten Satz der 5. Symphonie und werden Zeuge des Ringens um Darstellung künstlerischer Erkenntnisse. Vielen Dank. Sie wissen schon, alle diese Triolen spät, ein bisschen spät und veloce, flüchtig. Also es ist immer und für alle diese Figur bleibt selber. Also es geht eins, zwei, tagadadam nicht, aber eins, zwei, tagadadam, tagadadam. Also mit tutti, tagadadam. Letzten Moment. Tagadadam. Tagadadam. Sehr schwer anzufangen. Aber versuchen wir, ja. Ach, ich hasse dich. Ich glaube nicht. Schön. Thank you.
Nein. Sie sind nicht zusammen. Lange Achtung. Perfekt, Mahlerklang. Und ein bisschen flautando. Die Akzente flautando. Dieser Akzent soll schön sein, ha? Geben. So. Gut. Gut. Haben Sie nicht in diesem Tag 76, also Sie haben nicht Teilnummer. Sie haben nicht 76, ja? Nun, haben Sie nicht ein kleines Fermata? Mila, Mila, ta 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 ta. Das ist so geschrieben vom Maler. Diese Viertel, Achtel sollen veloce, schreibt er. Papam, papam, papam. Und das heißt, dass alle anderen mussten warten. Und selber den nächsten Tag, die rapapapam und Posaunen eins, rapapapam. Erster Tag ist länger, zweiter Tag ist schneller. Nicht wahr? Kommt ein Nummer? Vier, Gottes Willen. Vor vier. 4, 6, 8, 12, 14, 14 vor 4. Sie haben falsch angefangen. Sie haben falsch angefangen. Drei. Machen wir zwei. Das ist unmöglich. Sie haben nicht mein Material. Sie benutzen Ihre einige. Mein Material soll konsistent sein. Alle Ziffern. Auch Posaunen. Also gut. Machen wir 73. Können Sie das finden? Ta-ka-ta-ta. 73. Sehr gut. Haben Sie nicht alle Diminuendo? Ja. Alle. Aber Sie haben es nicht gemacht. Auch, wo war es? Nach drei, dritter Tag nach drei, diese weiße, ganzen, wie sagt man? Brrr, Diminuendo, nicht wahr? 104. 3, 4, 105. Mit Aufdeck. Ja? Ja.
Ja. Immer pianissimo, aber. Einfach wie ein Schubert-Wiegenlied. Zu laut diese Zimbaldose. Dolcissimo. Und Zeit nehmen. Imagine how hard it was for Mahler to prepare his work to a point that he could call Vollkommenheit or perfection. Imagine how hard it is for a conductor to come to any point like that. And what he said to Bruno Walter was that he was sure that conductors after him, who understood him, would continue to make changes. And so they have. As you know, he put more marks, expressive and otherwise, and notes for the conductor and so on, into his scores than any other composer that ever lived. That was partly because he was such a great conductor and understood himself so many technical matters, so that his long footnotes, for example, which describe exactly how a Luftpause should be handled, are voluminous. I mean, it's a whole literature by itself. And when he writes adagissimo and äußerst langsam and noch langsamer and nicht eilen, millions and millions of reminders always to the conductor and to the men of the orchestra. But even so, they are not complete. Alles fortgelassen gehen. Ich würde nicht immer aufhören, aber es gibt viel zu sagen. Oboe hier, Fa la do fa, soll wie 4/8 sein. Es ist nicht wiedergeschrieben, so wie beim Trompet. Die 4/4 mit der 4. übergebunden. Rapapapa. Jetzt. Sehr, sehr wichtig. In dieser Stelle und manche Stelle, viele Stellen dieser Symphonie, kann man keine Streiche hören. Und sie haben Forte solo. Diram, bim, papam. Mit einem Forte soll es ein Forte sein, bitte. Und streichen, par contre, Sie müssen so viel geben, dass Sie zerbrechen, diese Instrumente zu geben. Sonst kann man Mahler nicht spielen. Sie wissen das. Wir haben schon Mahler zusammengespielt, nicht wahr? Und Sie wissen, dass es kommt nichts raus. Es ist alles langweilig, als Sie normal spielen. Es gibt nichts normal in dieser Musik. Fortissimo ist so fortissimo, dass
Und viel Bogen immer und die Akzente und alle. Sie haben Sostenuto zum Beispiel, diese Triolen. Ganze Bogen. Sonst hört man nichts. Es ist nur ein Bandkonzert, ein Brass. Aber Sie müssen uns helfen. Nur nicht so immer fortissimo zu spielen. Trompete solo zum Beispiel, auch Trombonen. Es ist nur ein Vorteil. Es gibt immer Diminuendi. Sie haben das nicht gemacht. Und es ist so wichtig, sonst hört man nichts. Sonst. Dann, und Nummer 7, Posaunen. Ein Forte, aber es muss sehr palpitando sein, pulsando. Pa, 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 da, da, wie in italienischer Oper. Nicht wahr? Paiari, lorari. So, nur ein Forte, aber sehr agitato. Können wir, das ist alles gut. Zwei Tage vor dieser 7. So plötzlich ausbrechend. Zwei Tage vor. 7:02. Dritte Trompete. Bim, papam, 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 bam. Everyone is considered a virtuoso. Everyone in the orchestra and everyone in the chorus is treated as a virtuoso soloist, even if he's the last stand of second violins, because Mahler was a great conductor, understood the possibilities of an orchestra and the extent to which they could be made to do soloistic kinds of things. Immer die Auftakte ein bisschen länger. Warte.
Wir haben hier Crescendo und subito piano. Dirapa, pirapa. Wagner auf dieses subito piano. Können wir Trompeten, Viola Solo zusammen einmal haben? Gut. Okay. 13 ein bisschen, bitte. Vier Takt vor 13 mit Auftakt. Every bar has problems, special effects and special inner meanings. You see, because Mahler was the, as I've said so often, the one who tied up the whole history of tonal symphonic music from Mozart and Haydn on, and knew he was, he had, he couldn't just write a tonal piece. I mean, he had to write his version of it. In a way, this has been called by some decadent, by others vulgar, by others overdriven, exaggerated. Of course it's exaggerated, and that's all part of the of what makes him now so beloved, especially by the young. They understand that, that end of the world intensity. Yes, wiegend, leicht. Jetzt Kindertotenlieder. Okay, Tuba zu früh. Sehr piano. Erscheinen. Von Kindertotenlieder. Das ist eine Zitation. Das war gut, die 16. Alles das war gut, nur die Kadenz war nicht gut. Zu viel. Ein Akzent im Piano, das ist zu viel, das ist nicht Forte. Ja. Und spät, wie Trompeter. Na? Eins hörte ich. Gut. Sie sehen, wie das einzumischen. Sehr spät, diese letzte Triole noch später als die andere. Jetzt, um nicht immer aufzuhören. Haben Sie diese Bogen immer ab? Zatat. Das heißt sehr klar, die Eintritt und dann Diminuendo. Das ist Reverenz, Hommage zu Beethoven. Fünfte, weil er wusste wohl, dass er eine fünfte Sinfonie schreibt, dann musste er eine. Da-da-da-dam ist schon Beethoven. Okay, Pauken, Solo. Schön, das war ein Akzent im Piano. Ja. Aber der Sie sind da müssen zu der hinten. Ja. This is a jing. Da da da. Na da. Und nicht sentimental hinten den Tag. Also mit Tag. Ja. 2:15.
jetzt haben wir das. Mehr Bogen. Ja! Nur Posaunen. Also es ist alles eine Instrumente. Noch einmal. Ja. Ja, gut. Gut. Jetzt haben Sie das. Nur zweite, machen Sie nicht Diminuendo. Re, do, si, la, mi. Das bleibt forte bis zum Ende. Er macht einen Piano-Eintritt. Aber Sie bleiben forte. 17. Ich weiß wohl, dass dies nur Probe ist. Aber was probieren wir? Die Noten können Sie spielen, das weiß ich. Es ist Mahler, das fehlt. Diese klagende, jedes Tremolo soll Maximum sein. In einer Höhepunkt wie 18 hier. Man kann nicht so spielen. Mahler, es geht nicht. Es ist kein Mahler. Warum probiert man? Es ist nur die Idee zu haben, aber 17. Bitte, I don't care about your 8 Stunden. Wir arbeiten oder wir arbeiten nicht. Wir werden keinen Maler haben. There's no way to play 3 bars of Mahler without giving your all. Every diminuendo, every pianissimo is just as intense as every forte and every accelerando. Everything has to be done at full intensity. Ganz perdendo. Ja, man muss das aufhören, nicht hören. Es geht verschwinden. Okay. Nur hier, Ihnen nicht zu ermüden. 6:19. Bim, papam, bim, papam, papam. 6:19, bitte. Fa mi re do re. Und immer diminuendo. Und ganz diminuendo zum Silenzio. Ki mi re do. 6:19. Ja. Ohne ritardando.
Ja. Hier, es gibt zwei Abschnitte. Sagt man Abschnitt? Bam, bam. Sie hören auf zwei. Das Akkorde hört nicht auf zwei, aber danach. Also ab, dann zu atmen, hören Sie auf den letzten Viertel. Und Sie hören auf zwei. Ich war 19. Und sehr piano und nobile. Gut. Das ist gut. Ein bisschen mehr gemessen. Bam, bam. Es ist so. Careful. Schritt. Und hier, dritte Dame, dritte, muss später sein. Sie machen die, bam, 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 dritte Dame. Ja. Wer spielt Tante? Ah, hier. Ja. Zusammen. Ja, zu früh. Hier ist diese Collegno sind mit Triolen. Also Sie müssen auch spät kommen. Gibt es eine Nummer? Diese Doppelstrich, haben Sie das? Doppelstrich, ja. Warten. Mysterioso. Fast. Und wenn möglich, ohne Crescendo. Immer noch mehr Piano. Das Piano ist das Pianissimo. Das ist sehr schwer. Das schneidet ab. Dann kommt er, zwei Tage später. Noch einmal. Ein bisschen langsam. Perfekt. Zigarette.